Hallo und herzlich willkommen bei den Gamesweltnachrichten. Ich bin wieder der Pimin, schön, dass ihr da seid. Nicht vergessen, morgen gibt's eine neue Folge InsideCoin, würde mich freuen, wenn ihr euch die reinzieht. Kommen wir zu den Themen von heute. Microsoft testet Multiplayer ohne Xbox Live Gold. Asterix und Obelix Slap Them All wurde angekündigt. Valheim, Spieler finden Weg, um unter Wasser zu bauen. Und Dota 2 soll einsteigerfreundlich werden. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den News. Oh, that shit was awesome. Sind Free-to-Play-Spiele wirklich Free-to-Play, wenn ich für den Multiplayer auf der Konsole ein extra Abo abschließen muss? Während ihr gerne darüber diskutieren könnt, sag ich euch einfach, das könnte sich schon bald auf der Xbox ändern. Im Insider-Programm läuft aktuell ein erster Alpha-Testlauf für Spiele wie zum Beispiel Fortnite oder Warzone. Dabei sollt ihr Zugang zu Multiplayer-Funktionen in Free-to-Play-Titeln bekommen, ohne eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft. Aber auch eine Chat-Funktion, Gruppensuche und soziale Features werden getestet. Wann das allerdings die Testphase verlässt, ist leider noch nicht bekannt. Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus, ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Sagte ich, ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre und könnte in Zukunft auch nicht leichter werden. Mit Asterix und Obelix Slap Them All wurde jetzt ein neues 2D Beat'em'up vorgestellt. Entwickelt von Mikroids und Mr. Nutz Studio wollen sie mit klassischem Beat'em'up und einer Prise lokalem Koop das Spiel bereichern. Und bei Teutates, es soll sogar schon im Herbst 2021 für den PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Zwar mausert sich Dorfromantik aktuell zum nächsten Indie-Hit, trotzdem macht das Valheim auch ganz gut. Innerhalb der ersten gut 6 Wochen seit Release wurde jetzt schon die 6 Millionen Marke an verkauften Exemplaren erreicht und das alleine im Early Access. Early Access hin oder her, das hält keinen Spieler davon ab, die Grenzen eines Spiels auszureizen. Neueste Errungenschaft ist jetzt die Möglichkeit, unter Wasser zu bauen und quasi auch alles andere zu machen. Der Trick besteht darin, mit geneigten Balken beim Schwimmen unter die Wasseroberfläche gedrückt zu werden, bis die Füße den Boden berühren. Sobald das geschehen ist, füllt sich eure Ausdauer auf und ihr könnt quasi alles machen. Na dann warte ich jetzt einfach mal auf den originalen Nachbau von Venedig. Dota 2 gehört zu dem ganz exklusiven Kreis der Dauerbrenner schlechthin und muss sich aktuell nur dem noch größeren Dauerbrenner CSGO auf Steam geschlagen geben. Doch das könnte sich eventuell bald ändern, denn mit Dota Dragon's Blood startet morgen die neue Serie auf Netflix. Auch Valve rechnet mit einem entsprechenden Spieleranstieg und hat angekündigt, das Spiel mittels Patch einsteigerfreundlicher zu gestalten. Dabei soll euch ein Guide beim Shop unter die Arme greifen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, welche Einkäufe sinnvoll sind. Aber auch ein Glossar oder ein questähnliches System, das euch helfen soll, verschiedene Aspekte kennenzulernen, sind mit dabei und noch vieles mehr. Der Patch soll dann schon pünktlich morgen erscheinen. Das war's wieder mit den Games-Welt-Nachrichten für heute. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns morgen bei InsideCoin sehen oder auch hier wieder beim Wochenabschluss hören. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao.